Du schaffst das nicht, du schaffst es einfach nicht, ohne immer wieder umzufallen. So, ich sauge uns jetzt den neuen Weg frei. Und damit hallo und herzlich willkommen mit extra Schubdrüsen und allen drum und dran. Zu den Randklippen wollte ich jetzt gerade schon mal sagen. Wobei ich zu den Tieflandebenen gehe, nicht zu den Randklippen. Zu Lightyear Frontier, genau. Ich mache mich heute auf in geheimer Mission, die nicht ganz so geheim ist, weil ich die dem EP jetzt schon ein paar Mal erzählt habe, um die Tieflandebenen zu befreien, sozusagen, frei zu machen. Und der EP wollte irgendwas einsammeln, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, diesen Fraktalerz, ich weiß nicht, wo das war. Ach so, ja, genau. Das ist auch in den Tiefland, in diesen... Hallöchen! Ja, hier wäre es. So cool. Aber leider ist nichts da. Hallöchen, ich lauf so schnell. Ja gut, wenn ich leer bin, dann laufe ich doch etwas schneller mit dem Schub. Das ist richtig. Habe ich gerade festgestellt. Verbesserter Erntesauger, den habe ich nicht. Den muss. Hast du den verbesserten Erntesauger? Ja, das haben wir in der letzten Folge festgestellt, damit dann ich uns hier die Ebene. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken? Wo kommst du, Sau, denn jetzt her? Ich dachte, du bist so ein Ureinwohner oder so und stehst hier zu lauern. Nicht. Du kannst nicht schweigen. Der drehte sich um. Ich dachte, da kommt jetzt so ein Buschmensch entgegengesprungen oder so. Als mein Roboter. Ja, ja, dass das ein Roboter ist, habe ich danach erst gesehen. Oh Gott. Oh, es geht ja in mehrere Richtungen. Ey, bis ich hier durch bin, ist hier wirklich 100%. Hat zu viel geraucht. Ja. Man darf es jetzt offiziell, aber ich bin nicht so bescheuert und mache das auch noch. Ich brauche meine Gehirnzellen noch. Die paar, die noch übrig geblieben sind. Hier, die kann ich nicht einsammeln. Hier vorne muss doch ganz viel saugen hier. Ja, ist dir das auch schon aufgefallen? Das habe ich gerade schon gesagt. Ey, die ganze Küste hier entlang ist überall was zum Aufsaugen. Nee, hier glaube ich nicht mehr. Oder? Ja, du musst mal was tun für dein Geld, was du nicht kriegst. Ja, echt. Ich bin da voll auf alle angewiesen, die gucken. Warte mal, hier unten ist nichts mehr, ne? So, die Frage ist jetzt, kann ich hier durch und noch was wegsaugen? Ne, kann ich höchstens da vorne, ne? Also hier scheint Ende zu sein. Im Gelände? Das, da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin immer runtergefallen. Grazie. Die fällt immer um. Nö, ich bin geflogen. Ich habe mich dabei nicht verbogen. Ach, ich finde das aber gut, dass sie das zumindest anzeigen, dass das hier alles so dieser lila Schein ist, damit man weiß, wo man hin muss. Statt dass er einfach mal zuhört, was jemand anders sagt und dann dementsprechend weiß, worüber man redet. Er muss einen dann immer unterbrechen, irgendeinen Quatsch erzählen, was man gar nicht hören will. Ja, ich finde es halt blöd, dass dieses Fraktalzeug. Na, guck mal. Ich verstehe immer noch rektal, aber. Aber das ist da. Also wir haben das. Also ich habe ja schon eins davon ins Haus reingesteckt. Wir brauchen ja 4 fürs Haus insgesamt. Und einen Barren davon habe ich auf jeden Fall schon reingetan. Das heißt, wir können es abbauen. Und es ist auf jeden Fall da. Das haben wir gesehen. Ich weiß nur jetzt auswendig gerade auch nicht mehr, wo es jetzt gewesen ist. Ich kann höchstens mal auf der Liste gucken, ob es wirklich hier ist. Also hier in dem Bereich ist, aber ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wo. Ja, ja, oh. Retter des Graslands des Anbeginns. Ich habe gar nicht alles weggemacht, aber egal. In all honesty, I was beginning to lose hope until you showed up. I thought I was just a defunct heap of space junk left to litter in orbit. But now you're here and we're turning things around. I just thank you. You proved I was right to believe in this planet. Nennt mich Gott, ich habe den Rest hergestellt. Ja. Aber dann kannst du mit Sicherheit jetzt einen ganz tollen Screenshot machen von der Karte. Hier ist lauter Abla. Kann das sein, dass das erst kommt, wenn das jetzt hier umgestellt wird? Dass du das vorher. Wenn der Tag umgestellt wird, glaube ich. Weil ich bin an dem Spot, wo das ist, aber das kann, da ist eben nichts gerade. Aber hier ist auch alles so rot. Das habe ich doch alles weggemacht hier. Wieso ist das immer noch rot?
Weil du auch rot Also so, bist. so orange, so rot-orange. Ich weiß auch nicht mehr, was ich will. So rosa meine ich eigentlich damit. Warte mal, da ist. In die Richtung ist zu Hause. Da gehe ich jetzt so langsam aber sicher wieder hin, weil ja gleich auch die Dinger kommen, ne? Die musst du machen. Ich warte auf das Fraktalzeug. Oh, jetzt ist hier überall Kupfer, ist nicht euer Ernst. Fraktal liegt, so heißt es. Ja. Sag einfach rektal, dann weiß ich schon, was du meinst. Oder du kannst auch fraktal sagen, dann weiß ich auch, was du meinst. Ja, So. Fakt. Nee, das Wort mit F solltest du nicht sagen, weil das wird sonst Weil das nachher ist ja auch von mit F YouTube geschrieben hier. zensiert. Warte mal, ich glaube, ich habe da hinten noch was Wichtiges zum Einsammeln gerade gesehen. Ich bin wieder beladen, also könnte noch was dauern, bis ich wieder zu Hause bin. Mörzel, 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 komm zu mir. Ich bin doch schon hier. Ach ja, wo waren diese Lumi-Dingsbums? Die Habe müssten ich schon ja wieder jetzt. vergessen. Was haben wir da freigeschaltet? Du hast das freigeschaltet. Ich habe einen Screenshot gemacht, aber das ist blöd, weil dann kann ich nämlich nicht gleichzeitig aufnehmen. Also ich kann aufnehmen und gucken, aber da oben ist auch nochmal Kupfer. Aber das ist dann halt blöd, weil dann habe ich. Ach, da unten muss ich hin. Ja, ich sehe schon. Dann habe ich nämlich hier gleich Standbild und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Warte mal. Weg hier. Ich brauche die eine Kupferquelle noch. Ach so. Oh, ich wollte gerade. So, ja. Ich habe gerade fast einen Brainfuck gemacht hier. Ich wollte gerade noch sagen, ich bin die Königin der Welt und dann hier runterspringen, aber ich habe nicht dran gedacht, oder besser gesagt, gerade noch dran gedacht, dass ich überladen bin und dass ich gar nicht fliegen kann. Na, gut. Wo ist der Sauger? Warte mal, da. Falls jetzt der Tag hier wieder umspringt, während ich noch auf dem Weg bin, weil ich bin halt, wie gesagt, etwas langsamer jetzt. So, die Wiesen habe ich schon mal erreicht. Das ist sehr schön. Was sind da oben so komisch am Glänzen? Hä? Auch der Planet ist mal da und mal ist er wieder weg. Der war so komisch am Zittern. Was geht denn jetzt hier ab? Hä? Jetzt ist der Planet weg. Also irgendwie ist das seltsam. Ja. So. Wann ist denn der Tag rum? Ja, wahrscheinlich jetzt gleich. Deswegen ist es gut, dass ich jetzt schon mal an der Basis bin. Mann. Oh ja, gleich geht der. Oh, lass mich die Sachen noch schnell hier reintun vorher. Damit ich nicht überladen bin. Bin ich noch überladen? Nein. Gut, sehr gut. Dann kann ich nämlich gleich aufsaugen. Du bist noch unterwegs. Wir können eh nicht überspringen, oder? Nee, können wir nicht, weil ich will wissen, ob das an dem Tag, wenn der Tag dann rumgeht, wenn der Tag dann jetzt vorbei ist, dann das Erz kommt. Im gelben Dingsbereich hier. Ich hab's mir doch extra. Gelber Ich weiß Wald. noch, wo es ist. Naja, Ha. nicht gelber Wald. Doch, ich habe Nee. mir es extra aufgeschrieben. Da ist dieses Lumi-Dingsbums und die gelben Kristalle sind da. Ach so, ja, das stimmt. Also nicht dieses. Ja, du meinst jetzt das Fraktal-Dingsbums, ne? Das meinte ich jetzt nicht. Ja, genau, das meine ich. Ich bleibe jetzt so lange hier stehen, bis der Tag rum ist. Damit die einen hier nicht wieder veräppeln. Und dann Gut, dass schalte ich euch gleich wieder hinzu, wenn der Tag rum ist. mein Roboter nicht undicht ist, sonst wäre ich jetzt schon ganz nass. Eigentlich, ich kann es ja jetzt nicht drehen. Eigentlich hast du gar nichts davor, meine ich. Du hast noch nicht mal Glas davor. So. Hast du Glas vor? Guck dir mal genau an, wenn du außerhalb bist. Da, Was da auf der da, Platte. da! Der Tag! Tieflandebenen, das sind diese, da! Wieso kommt das jetzt in den Tieflandebenen?
In den Tieflandebenen, wo ich es gerade frei gemacht habe, da ist das Fraktal-Rektal-Dingsbums. Ja, sicher. Das wusste ich schon. Ja, aber wir hatten die Zähne doch noch gar nicht. Wakey, wakey, Partner. Restoring that region was? Yesterday felt great. Ach so, maybe ja, there ja, ja, more ja. Good to be done around here. Keep a lookout, will ya? Ja, 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 ja. Machen wir alles. Ich muss mich jetzt aber erstmal hier um die giftigen Dinger kümmern, genau. Moment, erstmal ganz schnell noch die Ernte einsammeln, die hier noch ist. Hallo. Saug das ein! Wie Bewässerungsschlauch erforderlich! Hä? Was ist das für ein Mist? Ich muss erstmal unsere Ernte hier einsaugen. Wieso muss ich... Seit wann müssen wir die eigentlich jetzt mit dem Bewässerungsschlauch machen? Ja doch. Sonst konnte ich die mal einfach einsaugen. Was ist das für ein Mist? Wie viel haben wir hier noch? Weg von der Ernte. Nein, ich habe keine Munition mehr. Was ist das für ein Mist? Komm schon. Ich schaff's das. Du hast es geschafft. Ja, wir müssen jetzt nur gucken. Ja gut, hier, das ist nicht so schlimm. Ich habe die ganze Ernte, die schon fertig war, habe ich vorher schon weggenommen. Ach, sag doch, dass ich das einfach einsammeln kann. Ja, super. So. Wow. Das ist aber jetzt hier im Spiel gewesen, oder? Das Gewitter? Mhm. Ach, ich habe schon wieder keine Munition mehr. Jetzt saugen wir hier erstmal wieder alles frei. So, und wenn das jetzt wieder alles frei ist, dann kann ich nämlich neu pflanzen. Bis wohin werfen die hier bitte schön das Öl? So, okay. Machen wir das hier auch nochmal eben wieder frei. Zack. Zack. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Ganz am Anfang konnten wir das einfach so wegsaugen. Und jetzt auf einmal geht das nicht mehr. Es hatte mir gesagt, ich muss den Bewässerungsschlauch nehmen. Und dann gehen die ja automatisch kaputt, wenn du die dann über den Feldern hast, weißt du? Mhm. Jetzt habe ich hier gerade panisch erstmal die Felder wieder abgeerntet. Und dann gib ihm. Ich komme mal so ein bisschen vor, als ob ich hier mit einer Nagelpistole am Schießen wäre. So hört sich das zumindest an. Oh, Pflanze 1000 Samen, landwirtschaftliches Bombardement. Aha. Ach nee, du kriegst die ja gar nicht, weil du ja über diesen Drecksladen da online bist. Drecksladen. Obwohl, eigentlich müsstest du die da auch kriegen, oder? Ja, aber das ist ja dann im Xbox, also in dem Portal. Ja, aber du kriegst die normalerweise schon, oder? Nee. Also da zeigt mir nichts an. Echt nicht? Ich dachte, die haben das auch da, dass man das, also dass das verknüpft ist. Nee. Oh, ist das euer Ernst? Wir müssen dringend mal die kleinen Dinger hier gegen die großen Felder ersetzen. Ja, geil. Da habe ich jetzt eins daneben geschossen oder was. Das hat er jetzt nicht angenommen, aber es ist trotzdem weg. Ja, das ist ja richtig cool. Das habt ihr ja super gemacht. Das liegt nämlich da drauf. Aber ich kann es nicht mehr einsammeln. So, dann gucke ich gleich nochmal. Aber ich sag mal, so eine Woche oder so sollten wir jetzt auf jeden Fall dazwischen haben, bis die wiederkommen. Nur wir müssen halt wirklich gucken, dass das dann auch jeden Tag gegossen wird, ne? Weil da sind jetzt alles extremst wichtige Sachen drin. Oh, jetzt hat der Mürzel angefangen. Jetzt habe ich gleich keinen Platz mehr. Ja, jetzt sind alle Felder wieder voll. Ich habe keinen Platz mehr.
Schauen wir mal eben. Wo sind wir denn hier? Die Wetteranlage hätten wir vielleicht direkt neben dem Ding hinstellen sollen. Oh, oh. 1, 2, 3, 4, 5. In 6 Tagen kommen die giftigen Blasen wieder. Heute ist es klar, morgen regnerisch. Also morgen. Ich habe noch Licht an. Morgen brauchen wir dann auf jeden Fall nichts zu machen. Heute ist klar, wolkig mit Fleischbällchen. Aber das sieht so aus, als ob die heiter, heiter bis wolkig mit Fleischbällchen hieß es durch. Ja, ich kenne alles. Okay, nicht alles, aber. Also hier die bewässere ich jetzt nochmal eben. Ich weiß, du siehst das eh nicht. Ich kann mir das nicht angucken. Aber die, also sind die großen auf jeden Fall. Die kleinen bewässere ich nicht, weil die sehen sehr dunkel aus, als ob die schon nass sind. Beziehungsweise immer noch nass sind. Was meckern die Vögel denn jetzt hier schon wieder rum? Mache ich das wieder nicht richtig? Ist das nicht gut, wenn ich hier mitten drauf stehe, während ich das am Bewässern bin, oder was? Herr und Frau, von und zu Vogel. Das sieht... Ist es dunkel? Oh, okay, da geht man nicht hin. Ah ne, es ist nicht dunkel. Nein! Ihr Schweine! Nein! Es hat diese dumme... Boah. Es hat dieses Kannendingsbums einfach zugemacht hier. Und die Händlerin ist auch schon wieder abgehauen. Ihr Schweine, ihr habt uns alleine gelassen. Aber ich bin auch stolz auf uns. Ich meine, es hat schon eine ganze Weile gedauert. Wobei, so viele Aufnahmen haben wir bisher, glaube ich, noch nicht gehabt. Aber wir gehen so langsam auf den aktuellen, sozusagen, Endgame-Content zu. Wenn wir das jetzt noch hinkriegen... das muss ich noch eben bewässern. Wenn wir das jetzt noch hinkriegen, weil du da wohl, so wie ich das mitbekommen habe, noch ein paar Rätsel lösen musst. Ich weiß nicht, wie viele. Ich weiß nicht, welche. Keine Ahnung. Wahrscheinlich sind das wieder Rätsel für Doofe, so dass wir die nicht machen können. Kann ja sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, jetzt habe ich den ganzen Tag damit verbraucht. Oben. Warte mal. Was brauchte ich da nochmal für? Oder war das für das... So, okay. 4 Stahlrahmen. Irgendwann müssten wir auch den verbesserten Schmelzofen bekommen. Weil damit kann man dann die, oh, hier sind ja auch von den Würmern welche. Hallo, ihr Würmer. Nein, du hast meine ganze Kohle. Hast du die wieder hier reingetan? Nee, ich habe aber, nee, die habe ich für die Eisen musste ich das verwenden. Ja, ich brauche jetzt für Stahl ein bisschen. Ja, ich habe, warte mal, wie viel brauchst du denn? Jetzt bin ich gerade weggelaufen. Geflogen, aber ich glaube, ich komme gefallen. Aua. Warte. Vier auf jeden Fall. Jetzt wird es hier wieder dunkel. Hey, hallo. Hallo, Sie da hinten. Können Sie mal hier bitte an die Beke titten? Hallo. Ja. War das Licht nochmal? Das Licht geht nicht einmal mit F. Achso, F für Fuck. Ne? Achso. Saug dich mal ab. Warte. Warte mal. Ja. Also ich habe jetzt hier... Warte, hier. Wie viel Kohle brauchst du denn? Ja, habe ich doch gerade gesagt, mindestens 4. Ich meine, ich bräuchte 2, aber es kann auch sein, dass ich 10 oder so brauche. Keine Ahnung. Hast du sie genommen oder habe ich die wieder aufgenommen? Ja, ich habe was genommen. Was weiß ich, dass du was genommen hast? Jetzt war ich natürlich so schlau, hab das jetzt alles in eine Maschine reingemacht. Haha. Nicht schlau. Nicht. Aua! Warte mal, wie viel brauche ich dafür?
Ja, siehste. Oh. Einen habe ich, das heißt, drei brauche ich noch. Das heißt, ich brauche quasi alle, die da drin sind. 30, ich brauche noch Kohle, sonst kann ich... Also hier in der Maschine sind Fraktalbarren. Aber sag ich das brauch... nicht. Nee. Sag das nicht. Ich habe jetzt die Kohle, habe ich jetzt benutzt. Du bist fies, aber ich habe auch nur noch einen Erz. Deshalb kann ich gar nichts machen. Ich habe die Kohle ist nicht das Problem. Tue ich mal hier rein. Also hier, guck mal, hallo, hör mal zu. Hier tue ich in diese Säcke tue ich immer die Erze rein, weil da kann man die direkt hier verarbeiten. Sonst musst du die mittragen immer. Du bist doch selber ein Sack. Wollen wir mal eben schlafen gehen, weil dann ist das alles fertig sofort. Stimmt. Oh, wo haben wir denn die Flaschen her? Und das Flaschen. Oh, wo haben wir denn das Schachbrett her? Welche Sau hat hier was geholt, um ein Schachbrett zu machen? Kann nur eine sein. Ja, ich war das, oder? Nee, ich meine, ich war das nicht. Ich habe keine Ahnung, ich müsste mir die Videos angucken. So, dann gehen wir mal so lange schlafen. Der E-Bett gebumst. Ja. Ihr habt angedockt. Tag 39. Es regnet. Good night's rest. Why don't we try and plant some seeds today, huh? Na, wir haben doch gar keinen Platz mehr für irgendwelche Samen. Kannst du die paar da vorne mal absaugen? Hoppala. Victor. Aua. Wehe, du hast sie mir jetzt weggenommen. Nein, ich habe die Fraktalbarren genommen. Boah, wieso kriege ich... Ach so. Ohne Sprinten kriege ich auf einmal so einen Boost. Ja. Hallo. Hallo, Ramen, wo seid ihr? Aua. Achso, ich habe die anscheinend aufgenommen, ohne dass der mir das angezeigt hat. Hey. Muss ich das verstehen? So, wir brauchen drei von diesen Fraktalbarren hier drin, damit das Haus endlich mal gemacht wird. Ja, aber kein Erz mehr und ich habe nur noch einen im Inventar, weil ich habe dieses Solarteil jetzt fertig gemacht hier. Endlich mal. Seltsames Bauwerk. Ja, da gehen wir auch noch hin. Aber in dieser Folge, falls wir das noch schaffen, gehe ich mal kurz hier vorne gucken, was mit den Dingern ist, die der uns angezeigt hat. Was ist denn angezeigt? Die, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Dieses Lumi irgendwas und die gelben Kristalle. Muss ich dann darüber gehen oder eigentlich kann ich doch auch links rum, oder? Weil ich denke mal eher, dass das hier sein könnte, oder? Ne, hier ist erstmal eine Sackgasse mit einer... Ne, ist doch keine Sackgasse. Ich wollte gerade sagen, eine Sackgasse mit einer Höhle. Das Problem ist natürlich, wenn man nicht genau weiß, welche Stelle das ist, ne, die anzeigen. Weil die zeigen ja, glaube ich, genau die Stelle an, wo das dann auch wächst. Und wenn man nicht genau weiß, wo das ist... Der Händler kommt gerade an. Der Händler kann mich mal. Der wartet immer erst, bis ich weg bin und dann kommt er. Er hat ein orangenes Blumenbeet. Ja, wenn du Geld hast, ich hab eh keins. Kostet 250. Kann man das dann immer craften oder wie? Nee, ne? Ja doch, wenn du das da kaufst, ja. Der hat auch Zapperzweiglingsamen, 50. Ja, vergiss 70. Das, die sauge ich gerade schon ein. Also gib das Geld lieber an normale Sachen aus, Sachen, die wir hinstellen können und so. Also insbesondere halt Dekoration, ne? Nee. Weil die bringen uns ja die passiven Punkte. So. Frage ist hier... Das Plumpsklo, das reizt mich ja immer noch. Blaue Kristalle, an dem Punkt bin ich wieder. Da unten sind die anderen.
Das kann, also wenn du das Geld hast, dann nimm die doch mit. Oh, ach, ich sehe das ja auch da oben. Ich sehe, was du machst. Ja, 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 ja. Nein. Das beste Stalking-System ever. So, ich befürchte allerdings, dass ich jetzt in dieser Folge nicht mehr dazu kommen werde, die neuen Sachen zu finden. Weil ich von den alten gerade wieder viel finde. Das sieht aber hübsch aus. Ich habe auch was Hübsches gemacht. Da sehe ich aber nichts von. Du bist ja auch blind. Du bist ja die Einäugige unter den Blinden. Nee, das warst du. Du warst der Taubstumme unter den Blinden. Das warst du. So, Zappalzweige haben wir auf jeden Fall wieder einige. Und ich komme auch wieder mit ein bisschen mehr Eisen gleich zurück. Mach mal, weil ich brauche Stahl. Aber wo sollten dieses... Wo waren die gelben Splitter? Achso. Ja, die suche ich gerade. Aber ich bin jetzt hängen geblieben hier bei der Stahlstelle, bei der Eisenstelle. Und wie gesagt, hier sind auch viele von den Zweigen wieder. Ich weiß nur, die sind im gelben Wald, wurden die angezeigt, aber wo genau da? Das ist die Frage. Das seltsame Bergwerk oder Bauwerk, was hier steht, das schauen wir uns dann mal ganz in Ruhe in der nächsten Folge an. Ich bin hier immer noch. Kann auch nicht sein, dass hier nirgendwo das Zeug ist, was die angezeigt haben. Hier sind nochmal Zweige. Weil da gehen der Epi und ich da mal zusammen hin. Ist das hier Eisen? Ach, das ist ein Fischfossil. Ist das Eisen? Nein, ein Fischfossil. Da kann ich auch nochmal hoch. Dann nehmen wir erstmal das hier unten noch. Komm, Zweigi, Zweigi. Komm, du auch noch. Kein Zweig wird zurückgelassen. Hallo. Ach, hier bin ich wieder. Ja, den habe ich doch eben weggesaugt. Bin ich einmal im Kreis gelaufen. Ja, toll. Mega Orientierung. Nicht. Und wie gesagt, ich habe jetzt noch nichts von dem neuen Zeug gefunden. Ach, jetzt verstehe ich das, warum ich so schnell bin, obwohl ich gar nicht sprinte. Weil der sprintet, wenn man einmal auf die Taste drückt. Ich dachte, man muss die gedrückt halten. Nee, die muss die. Das kann man einstellen, glaube ich, auch sogar. Ja, dann kann sein, dass ich das mal umgestellt hatte. Das kann sein. Da wieder. Wo sind jetzt die Zweige, die ich einsaugen wollte? Mal. Oder waren diese Dinger, waren die hier im Wasser? Das sind aber nur die. Ich mach das wirklich gleich. Ich guck mir gleich das Bild an. Ja, mach mal bitte, weil das ist ja, aber wahrscheinlich siehst du das doch auch nicht. Es ist ein Screenshot von dem Bild, was wir gesehen haben. Also normalerweise sollten wir das da drauf sehen. Ich kann dann zumindest sagen... Ah! Nee. Oder doch! 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 Ah! Hier, wo ich leuchte! Aber nimm die nicht weg. Ich muss mal ganz schnell ein Foto machen für meine Seite. Für wo die Blogseite. Ja, aber ich will die auch sehen. Ja, aber ich will ja ein Foto machen. Also nicht wegmachen. Ist mir doch egal, ob du ein Foto machst oder nicht. Also ein Screenshot. So, ich hab den Screenshot. Hier, wo ich leuchte. Hier, also da sind die Lumi-Dingsbums. Das sind nicht die Kristalle. Aber wir haben schon mal eine Sache gefunden. Die Kristalle, die waren auch nicht am Wasser. Wofür sind die nochmal? Leuchtblütensamen. Ach, da müssen wir wieder was einpflanzen. Hm. Ja, ja. Aber, achso, mal eben gucken, wo sind wir denn hier? Ja, wo sind wir denn hier? Gute Frage. Hier sind wir. Die sind hier an der Küste auf jeden Fall. Kannst du die mit dem normalen einsaugen oder muss ich das machen? Ach, hier rechts. Komm mal mit, aber lauf nicht davor, weil ich muss kurz ein Foto machen. Warte, ich muss eben die Dinger einsammeln. Wieso muss ich dann warten, um ein Foto zu machen? Also ein Screenshot. Was denn? Das sind ja die Bilder, die bei mir auf die Seite dann draufkommen. Hier,
Hier, wo ist er? Hier, die Dinger. Die kenne ich. Hier sind auch welche. Honigflaschen, das sind die Honigflaschen. Ja, die brauchen wir. Ah, schnapp sie dir alle. Also ich schnapp sie mir alle. Geh weg. Die will man immer bei schlechtem Wetter gut sehen. Ich glaube, ich habe die Kristalle. Da rechts sind auch noch welche. Was ist das denn da hinten? Ich habe die gelben Kristalle gefunden. Willst du noch ein Bild machen oder kann ich das schon abbauen? Ja, ganz wichtig, Bild. Ganz wichtig, ich komme geflogen. Ganz wichtig, ich komme von oben. Aber was ist das von hier oben? Oben sind die Kristalle, ich habe sie gesehen. Aber was ist das? Das ist Eisen. Ach, Eisen, bei dem Eisen hier. Ist natürlich blöd, dass das jetzt alles genau im Regen ist, aber... geh mal ein Stück nach links. Oh, was soll das? Ich bin doch schön. Du kannst mich euch auch aufnehmen. Ja, aber das bringt mir ja nichts, ob du schön bist oder nicht. Och, jetzt bist du genau in dem Moment, knallst du mich. Mach mal dein blödes Zeug weg. So. Hallo? Was ist jetzt? Mach dir jetzt mal einen Screenshot. Ja, das ist immer so. Ja. Warte. Nein, nicht offen. Nein, ich kann die nicht machen, weil ich keine Verbesserung habe, du blöder Vollpfosten. Du hast die Eisen. Da brauchst du doch nur Eisenteile für. Warum hast du die nicht gemacht? Ja, weil du die unbedingt selber machen wolltest. Und deswegen konnte ich die nicht machen, weil du die ganzen Vorräte weggeschnappt hast. Da waren so viele Eisenbarren noch. So, ich bin überladen, oder? Du brauchst nur Eisenbarren dafür. Da oben sind aber auch noch ganz viele, ne? Oben an der... Achso, müssen wir mal kurz zeigen. Wir sind jetzt hier. Hier ungefähr. Für diejenigen, die das selber dann auch suchen. Ja, toll. Jetzt bin ich natürlich komplett überlastet. Das sind die Viecher, die sich da hinten bewegen. Ja, pass auf, dann mache ich diese Leucht-irgendwas-Dingsbums-Dinger mache ich jetzt noch. Aber da stand was mit Lumi irgendwas, als er das da gezeigt hatte. Leuchtblütensamen. Ich schreibe mir das mal auf. Leuchtblüten. So. Dann wissen wir zumindest genau, wie die heißen. Ja, damit die Folge da nicht zu lange wird und wir euch nicht zu sehr auf die Nerven gehen, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Wenn noch irgendwas Wichtiges passieren sollte, dann seid ihr natürlich direkt wieder dabei. Oder vielleicht schneide ich das dann noch hinten ran dazu oder wie auch immer. Ansonsten wird der Epi da hinten jetzt erstmal das ganze Zeug einholen. Also die Kristalle. Nee, nur Eisen hole ich gerade noch. Ja, aber die Kristalle müssen wir auch haben. Brauchen wir ja, auch die habe ich von. Ja geholt. Aber es waren aber nur diese eine... Die stehen doch noch alle da. Wo denn? Ja, komplett den Berg entlang. Ja. Den ich dir gezeigt habe. Zeig mal, wo. Kann ich die abbauen oder brauche ich da eine Verbesserung für? Da bin ich mir nämlich jetzt auswendig gerade nicht so sicher. Wo sind die denn? Die Frage ist... Du müsstest da theoretisch hochkommen. Ich bin überladen, ich kann da nicht hochfliegen. Ach, da ganz oben, oh ja. Ja, die volle Breitseite hier. Aha! Scheiße. Aber warte mal, da komme ich. Ich glaube nicht, dass ich da hochkomme. Doch, doch, hier. Mit dem Schub müsstest du hier hochkommen. Nee. Probier mal. Epi, 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 Epi. Nee. Oh. Du kannst mich mal. Ja, aber du hattest vorher schon den Schub weg, oder nicht? Nein, ich muss woanders hin. Ich weiß, wo man da hinkommt. Ja, da von hinten rechts, da kommst du auch. Aber dann hol dir die alle. Catch them all. Oh! Oh. Mist, ich komme nicht so schnell hinterher, damit wir was zum Lachen haben. Jetzt Mann, ist er schon wieder geschafft. Auf den Füßen. Nee, ich bin nicht hingefallen diesmal. Ist doch langweilig, jetzt ist er wieder auf den Füßen. Also der Epi guckt, dass er noch die letzten gelben Kristalle da einsammelt und ich gucke, dass ich irgendwie mein Schneckentempo nochmal zurückkomme heute. Und wir holen euch dann spätestens, falls noch irgendwas anderes passieren sollte, vielleicht auch davor,
wieder zurück, wenn der nächste Tag angebrochen ist, wir uns ein bisschen erleichtert haben. Ich meine jetzt nicht, dass wir mal eben eine Pinkelpause gemacht haben, sondern ich meine, dass wir die Sachen dann alle mal kurz losgeworden sind. Und ja, dass wir dann mal zusammen gucken, wegen diesen... Was ist denn das? Achso, das war die Landefläche. Wegen diesen, wo steht's nochmal, seltsamen Bauwerk. Ich bin so aufgeregt. Ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut, dass wir das machen können. Wieso? Moment, warum laufe ich jetzt in die falsche Richtung? Ach, ihr könnt mich doch mal. Oh, es wird noch ein bisschen länger dauern, bis ich angekommen bin. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.